Hallo und willkommen zurück bei Settlement Survival. Weiter geht es mit unserer schönen Stadt, wo gerade die Metzgereien gebaut werden. Wir brauchen Koteletts. Du bist auch fertig, dann machen wir da auch nochmal Dosen Fleisch. Einmal Fleisch aus der Dose. Nennt man auch Frühstücksfleisch. Könnte man die eigentlich auch nochmal anschmeißen hier, ne? Die Saline. Unsere kleine Saline. Habe ich schon 18.000 an Salz. Was können wir verhökern? Wir können 3.000 Fisch können wir verhökern. Wir können Alpaka-Wolle 7.000, Salz 5.000, Fett 25.000, Tran 13.000, Tiermist 25.000, Eisenerz 17.000, Kohle 5.000, Tabak 2.200. Wir brauchen kein Tabak. Jo. Besteck 800. So, bringt halt mal alles zum Lager. Ein Bürger ist am Verhungern, der kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Was hab ich da gesagt? Dosenfleisch wollte ich, ne? Auswählen. So. Ja, das dauert jetzt hier, ne? Guck mal. Da sind die Metzgereien. Du kannst Koteletts machen. So. Einmal den, so. Dann haben wir den auch fertig. Die ist gleich auch fertig. Dann haben wir die Baumwolle. Die kommt auch so langsam wieder, ne? 2.800, ja. Das heißt, wir könnten so langsam anfangen, wirklich hier so klamottentechnisch mal auf so Spitzenklamotten zu gehen. So, und da einen neuen Friedhof hin. Was sagen die Spirituosen? Es geht, ne? Whisky und Wein haben wir gar keinen. Könnten wir auch noch ein paar bauen. Medizinischer. Hachi! Gesundheit. Wein. Brauchst du Wein? Weingut, ne? Für Whisky brauchst du Spirituosen. Agaven könnte man noch anbauen. Und Wasser bräuchten wir. Und Wasser wieder jede Menge, so wie ich das sehe. Da fehlt die Seide für, ne? Für die Luxusmäntel. Was machst du? Daunenjacke. Was ist denn, wenn du hier auf Luxusmäntel gehst? Wir haben Rohrfleisch, wie das. Ja. Und da gehen wir auch auf Luxusmäntel. So. Abgeschnitten. Wieso haben die denn alle keine Dings drauf? Oh, guck mal, wir haben kein Personal mehr. So schnell wird man das Personal los. Ja, sehr schön. Du hast ein Pökelfleisch, ne? Du brauchst noch, aber guck mal, es kommt. Es kommt.
Es kommt. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wasser bleibt, ja. Ist auch noch so in der Grenze. Dann könnten wir hier eins, zwei, eine von da runter dann Plantagen, ne, nicht Plantagen, hier anfängst die Seide zu bauen. Müsste doch dann eigentlich funktionieren, oder nicht? Müsste da eigentlich, ja. Dann brauchen wir nämlich die Seidenraupendinger. Ach, guck mal hier. Da machst du Honig und du machst Bienenwachs. Einmal. Zweimal. Sehr schön. Dann haben wir die auch. Ich glaube, hier werden wir dann nachher hingehen und einfach das gleiche machen wie auf der Seite. Häuser. Eventuell mal gucken. Ach, hier haben wir doch noch Bienenstöcke. Hier sind doch Bienenstöcke. Upsala. Ja, die können wir abreißen. Ups. Braucht man nicht. Sorry. Braucht man nicht. Wir haben doch schon so viele. Wir haben doch schon so viele. Das ist doch. Was soll ich denn damit? Was wollte ich jetzt? Der Herbst ist da. Der Herbst ist da. Dosenfleisch, Dosenfleisch, Dosenfisch. Der Fisch braucht länger als das Fleisch, ne? Kann das sein? Dann könnten wir aber Honig auch noch verkaufen. Oder war kein Honig? Oder war das Bienenwachs, was der mir da angezeigt hat? Ich glaube, das war Bienenwachs, ne? Wo ist denn unser Bienenwachs? Da. Nehmen wir davon auch mal 12.000 Bienenwachs. Hinzufügen. Ja. Gleich kommt das Handelsschiff, da können wir in eine Runde handeln. Sehr schön. Da packen wir auch noch ein, zwei rein. So, wir haben gerade neue bekommen. Sehr schön. Da fehlt einer. Den würde ich auch gerne auffüllen. Was haben wir da? Bäckerei. Da packen wir auch ein, zwei rein. So. Bam, 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 bam. Und ich hatte hier irgendwo, habe ich doch eine Bauarbeiterhütte hingebaut, oder nicht? Da muss auch noch einer rein. Aber siehst du, es geht. Spirituosen, Wein, Bier, Bier. Bier und Spirituosen müssten wir mal in den nächsten paar Folgen mit in Angriff nehmen. Und Klamotten. Klamotten ist auch weltwichtig. Aber die können wir mit hier reinbauen. Wenn wir hier die Seide und alles mit hinbauen. Hier hast du Baumwolle. Jede Menge. Da kannst du hier aus Federn und Dings. Wir haben keine Seide, ne?
Luxustextil. Uns fehlt die Seide. Seidenraupenkokons. Kann man davon welche bauen? Verarbeitung Textilien. Seidenraupenhaus habe ich. Walkmühle. Habe ich davon nicht schon eins irgendwo stehen? Meine ich. Irgendwo müsste davon schon eins stehen. Eins. Zwei. Drei. Ich würde 5 Stück nebeneinander kriegen. Okay. 3 reißen wir ab. Wir bauen erstmal nur die beiden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich hatte schon so ein Ding. Kleider, ne? Du brauchst Kleider. Du machst auch Kleider. Haben wir aber keine Dings, keine Seide für. Fehlt uns die Seide. Aber wie war das mit der... Wir müssen gleich mal hier gucken, wie das mit der Seide war. Wie wir das am besten machen. Und dann gucken wir gleich mal. Bam, bam. Oh. Hallo. Ihr könnt doch hier nicht aufhören zu fischen. Was ist denn los mit euch? So geht das ja nun nicht. So geht das ja nun nicht. Was habe ich denn da an Maulbeeren? Sonst 1000. Ja, sehr schön. Seidenraupen-Coupons. Rompfell, Schilf, Seil, Färbetuch. Das fehlt uns auch noch. Salz, Mehl. Mehl gehen uns aus. Lebensmittelzutaten. Trockener Tiermist. Meine Bevölkerung frisst Scheiße. Die fressen Scheiße. Was? Sag mal, warum? Erklärt es mir. Erklärt es mir. Die laufen auch alle. Da ist nur einer drin, ne? Du machst Brennstoff, was eigentlich unnötig ist. Dafür haben wir ja die Kohle. Hier haben wir ja die Kohle. Mais, Weizen. Jetzt habe ich wieder einen Haufen Leute, die erfrieren. Muss mich wieder aufpassen. Können wir mal hier, ne? Gib mal Gas da. Bevölkerung 125%. Ich weiß noch nicht, ob wir weiter anbauen oder ob wir das dann so lassen. Das weiß ich noch nicht. Da ist keiner drin. Wieso ist denn da keiner drin? Das Haus ist komplett leer. Also ein bisschen Platz hätten wir noch. Das ist gleich fertig. Wenn wir dann hier noch so eine kleine Siedlung reinbauen. Brauchst du für Seide, ne? Genau. Auswählen.
Also, wenn wir jetzt noch Mitarbeiter hätten, die da arbeiten könnten, wäre das fantastisch. Dann wäre das echt fantastisch. Lorenzo. Jetzt bräuchten wir eigentlich. Explosive Forschung. Die Bergleute der Siedlung finden, dass der momentan verwendete Sprengstoff nicht stark genug ist, um die Effizienz der Minen wirksam zu erhöhen. Sie wollen deshalb neue Sprengstoffe entwickeln, aber sie wissen nicht, wie viel Salpeter. Zwei Gläser. Der Sprengstoff hat gut funktioniert und die Produktivität der Mine wurde erhöht. Sehr schön. Jetzt bräuchten wir hier noch ein paar Webereien, ne? Ein paar Webereien. Textilien. Die habe ich. Das sind die, die da stehen. Jetzt müsste ich. Kleidungsfabrik habe ich. Machst du Seide? Du machst Seide, die Textilfabrik also. Die Textilfabrik macht Seide. Und Baumwollstoff von Baumwolle. Was weltwichtig ist für Bandagen. Die braucht man ja hier oben für die Bandagen, ne? Wo war's? Ach, haben wir die abgerissen? Wir hatten noch hier irgendwo eine Apotheke, oder nicht da? Bandagen da, Baumwollstoff. Und Baumwolle, genau, für die Bandagen. Für die Bandagen. Bandagen. Das heißt, wir brauchen Textilfabriken. Vier Stück. Für Seide und Baumwolle. Besten auch direkt hier neben. Eins, zwei. Können wir auch sechs Stück bauen, können wir auch schön hier rein. Die kriegen wir auch schön da rein. Wieso sind denn die Apotheken? Da fehlt ein Mitarbeiter. Hier wird nicht. Die müssen doch leer sein jetzt mittlerweile, ne? Können wir die nämlich auch zumachen. So, danke schön. Dann machen wir die zu. Und gut ist. Sieben freie Mitarbeiter habe ich. Ihr seid hier arm. Machen wir da zwei rein. So. Wo habe ich denn die Maulbeeren? Da ganz hinten werden die. Hier nirgendwo, ne? Machen wir hier auch noch mal Maulbeeren. Dann machen wir hier gleich auch Maulbeeren hin. Ja, besser ist es. Besser ist es. Fruchtbarkeit 1%. 4. Die müssen wir gleich. Holz geht auch so langsam wieder hoch. Sehr schön. Hier. Nee, geht gar nicht. Ich muss hier eine Querstraße reinmachen. So, da eine Straße rein. Aber drei, ne? Drei oder vier? Ich keine Mitarbeiter.
Verarbeitung. Textilien, Textilfabrik. Dann müsste ich 12 runter. So. Dann kämen nämlich hier die Textilfabriken rein. Für Baumwolle und Seide. Dahinter wird dann hier die Kleidungsfabriken bauen. Wobei, die habe ich ja da, ne? Die habe ich ja da schon. Also brauchen würde ich sie da nicht nochmal. Das lohnt sich dann nicht. Bäume fällen. Dann müsste der auch wieder voll sein da, ne? Der. Ja. Abreißen. Ich glaube, da müssen wir hier echt nochmal einen Friedhof hinbauen. Das werden wir hier nochmal einen hinbauen. Ist das 25? Das geht nicht, ne? Das wäre die größte, die höchstgrößte Möglichkeit zu bauen. Bauen wir da auch noch einen hin. Bauen wir da auch noch einen hin. Was soll's? So, bauen wir da einen neuen hin. Habt ihr mittlerweile eure Maulbeeren? Nö, haben die nicht. Das ist aber auch, ne? Leute. Geh doch mal Maulbeeren holen. Kriegen die jetzt ihre Maulbeeren? Nö, kriegen die nicht. Kiste. 185 Holz, ja, danke schön. Die nehmen wir doch gerne mit. Die nehmen wir doch gerne mit. Mitarbeiter habe ich auch keine. Hier fehlt noch. Jetzt warten wir auf das Handelsschiff. Auf das Handelsschiff. Was kannst du uns denn anbieten? Erstmal runter hier. So. Guck mal, wir nehmen 18.000 das. Das. So, bin ich bei 35.000, die ich mal so einkaufen kann. Sehr schön. Mehl nehme ich mit. Seide, Agaven. Agaven würde ich auch gerne mitnehmen. Wir haben nämlich keine mehr. Eisenwerkzeug habe ich. Seide. 39.000, okay. Den Glockenturm brauche ich nicht. Die Fruchtbonbons, die würden mich noch interessieren. 98.000, ja, danke schön. 98.000. 98.000, Bäume für 60, 63.000. 63.364, ne? Stimmt gar nicht. Zweiundsechzigtausend sechshundert
36. So, Transaktion. Dankeschön. Und hier einmal bitte leer machen. Haben wir das nämlich auch schon mal weg. So. Sehr schön. Habt ihr eure Maulbeeren immer noch nicht? Ich glaube, die werden es auch nicht mehr kriegen hier. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen.